Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, unser kleines Land Schweiz anzureisen. Evelina, Sie wohnen hier, großartig, ja? Sondern jemand sagen, wir seien verschlossen. Evelina, Sie selbst haben für Ihre Bilder schon viele Preise erobert. Wie schätzen Sie die Bedeutung des Swiss Press Foto, also Swiss Press Foto ein? Wie schätzen Sie? Darf ich auch sprechen? Ja, natürlich. Schrecken wir, oder? Also ich muss sagen, ich bin das erste Mal dieses Jahr in der Jury gewesen und dieser Award ist, glaube ich, ein fester Bestandteil der internationalen Fotografie geworden. Und aus diesen 3000 Arbeiten, die wir uns an dem Tag angesehen haben, war ganz, ganz wenig, was hätte mich dabei gewonnen. Schön, das freut mich. Diese Gewinnerfotos sind ja hauptsächlich in Tageszeitungen erschienen. Bedeutet das etwas für diesen Jahrgang? Ist es ein besonderer Jahrgang? Es ist ein besonderer Jahrgang, wie guter Wein, mit dem wir heute Abend haben, das Ding können. Wunderbar. Mit diesen Worten setzen wir uns jetzt auf die Seite und schauen uns diese Arbeiten in Ausschnitten an. Hier. Thank you.
Ding aus, darf ich Sie wieder ins Zentrum der Bühne bitten. Beim Swiss Press Foto gibt es keine Nominierten, sondern 6 Sieger in 6 verschiedenen Kategorien. Aktualität, Alltag und Umwelt, Porträt, Sport, Kunst und Kultur, Ausland. Und hier sind sie. Mark Henley, Adrian Moser, George Cabrera, Simon Tanner und Olivier Vogelsang, der gleich in 2 Kategorien gesiegt hat. Ich bitte Sie, auf die Bühne zu kommen. Gratulation an alle, Frau Niedringhaus, für die nun die Preise übergeben. Also die Kuverts natürlich. Sind ja alles Gewinner. Bitte? Sind ja alles Gewinner. Ja. Schon noch gut, oder? Also ein herzlichen Applaus und herzlichen Glückwunsch. Einer von Ihnen hat besonderen Grund zur Freude, Frau Niedringhaus, wer ist der Preisträger des Diamanten, dotiert mit 20.000 Franken? Mark Henley. Frau Niedringhaus, was macht Mark zum Sieger unter Siegern? Das ist schwierig. Aber eigentlich ganz einfach. Er hat ein Thema gehabt, Wirtschaft und Banken, was glaube ich das Hauptthema des Jahres 2011 war. Und er hat eigentlich was gezeigt, was unsichtbar ist. Die Krise. Und in einer Strecke festgehalten, das ist selbst, ich bin zufällig letztes Jahr draufgestoßen, habe sie gesehen und gedacht, wer macht solche Fotos in der Schweiz? Und wir nehmen es aus Seiten weg. Nein, ich wohne ja hier so lange und laufe da jeden Tag durch und mir ist sowas nie aufgefallen. Und, aber ich glaube, Marc hat das selbst am letzten Mal gesagt, indem er sagte, ich konnte es nicht zeigen, ich musste es erzählen. Wunderbar. Frau Niedringhaus, herzlichen Dank. Gewählte Worte auf gewählte Bilder treffen, es ist ein hochgenuss. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze an, Ihren Begeisterung. Aber nach dem Bereich schon ein bisschen mehr. Ja, unbedingt, denn das ist Sie sehen Französisch. Ich glaube, Sie machen das nicht. Aber, dites-moi, les banques, l'économie, jusqu'à présent, c'était un sujet assez austère. Ces dernières années, c'est devenu très émotionnel. Comment avez-vous choisi de capter ces émotions? Parce que c'est là, c'est devant mon nez, et voilà. J'ai regardé, j'avais le choix que personne d'autre ne regardait. Comment vous avez fait pour les voir ces choses? J'étais là, j'étais vous, vous attendez jusqu'au bon moment? C'est bon, ouais. C'est vraiment ça. Attendez sur la place, juste que les gens me restent photographiés aussi. J'ai été sur les assemblées générales, les conférences de classe, comme ça, mais. J'étais seul, je n'avais pas d'obligation au point de journal, en particulier, donc j'étais libre de faire de façon que je voulais faire. Donc, voilà. Et maintenant que vous connaissez très bien nos banques et que vous venez de gagner 20 000 francs, vous les mettez sous le matelas ou vous les portez à la banque? Non, je devrais les mettre sous le banque. Bon, bah, profitez-en bien. Félicitations encore une fois. Ma